Ja, die Schulen mussten geschlossen werden, das wissen alle. Dazu hatten die Lehrkräfte an den Schulen einen Tag Zeit zur Vorbereitung. Die haben dann den Schülerinnen und Schülern Aufgaben mitgegeben, die sie zu Hause erfüllen sollten. Und man hat versucht aufzubauen, ein System des digitalen Arbeitens. Aber das war sehr unterschiedlich, weil auch vorher in den Schulen die Bedingungen gar nicht so da waren und viele Lehrkräfte darauf nicht eingestellt waren. Und man muss noch dazu sagen, dass hier schon ein soziales Problem auftrat, weil nämlich Schülerinnen und Schüler zu Hause sehr oft überhaupt keine Geräte haben oder nicht über einen WLAN-Anschluss verfügen und so weiter. Also das heißt, die soziale Schere wurde hier schon deutlich. Ja, und damit ergaben sich ziemlich große Schwierigkeiten für die Lehrkräfte, aber noch viel mehr für die Schülerinnen und Schüler und natürlich ihre Eltern zu Hause. Naja, und wir haben natürlich Maßnahmen ergreifen müssen in Berlin, die diese sozialen Unterschiede ausgleichen. Das ist uns in dem Umfang nicht gelungen und aus dem Grunde hat die Linksfraktion unter anderem gefordert, zum einen die Prüfungen auszusetzen in diesem Jahr, und zwar sowohl die Abiturprüfung als auch die Prüfung für MSA. Leider haben wir bloß Letzteres erreichen können. Die Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern, die Lehrerverbände haben das alle gefordert. Und wahrscheinlich wäre es auch wirklich sozialer gewesen, auch die Abiturprüfung in diesem Jahr auszusetzen. Eine zweite Sache ist, dass wir gefordert haben, dass die Schülerinnen und Schüler, die kein digitales Endgerät besitzen, also beispielsweise ein Tablet, ein solches auch bekommen müssen, weil ansonsten können sie an den Angeboten digital nicht teilnehmen. Und auch darauf hat das Land Berlin jetzt schon reagiert. Es sind 9500 Tablets bestellt worden und die ersten sind auch schon an die ersten Schulen übergeben worden. Die werden nicht ausreichend sein, das werden wir sehen. Und das ist auch eine Forderung, die man sicherlich mit in die Zukunft nehmen muss. Also anhand der Corona-Krise werden jetzt eigentlich Probleme deutlich, die wir vorher schon hatten. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich überlegen für die Zukunft, was müssen wir ändern. Das ist auf jeden Fall erstmal, dass wir das digitale Arbeiten an den Schulen ermöglichen. Das heißt also, dass die Schülerinnen und Schüler ein mobiles Endgerät brauchen, und zwar jeder. Das ist ein Lernmittel und gehört in jede Schülerhand. Die zweite Sache ist, dass die Lehrkräfte dafür natürlich auch ausgebildet werden müssen. Auch hierfür muss es Zusammenarbeit geben mit dem Lernraum Berlin, beziehungsweise auch mit den Universitäten dieser Stadt. Ja, und ich glaube, dass ganz vielen Eltern jetzt erstmal bewusst geworden ist oder mal wieder bewusst geworden ist, was für eine Arbeit eigentlich in den Schulen geleistet wird durch die Erzieherinnen und Schulsozialarbeiterinnen und Lehrkräfte natürlich. Und da reicht es nicht einfach bloß Danke zu sagen, da muss man auch für die Zukunft überlegen, dass insbesondere die, die jetzt nicht gut bezahlt werden, das sind in erster Linie die Erzieherinnen und die Schulsozialarbeiterinnen, dafür auch einen gerechten Lohn kriegen müssen. Ja, und ich glaube, dass es noch ganz, ganz viele Probleme gibt, die man in der Schule verändern muss. Und wir müssen aus dieser Krisensituation lernen und Veränderungen in den Schulen herbeiführen.